Wer wird zur Miss Austria 2016 erblühen? Spitz-Kirschblüten-Frizzante wünscht Ihnen prickelnde Spannung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich ganz besonders, Sie heute zu diesem Special Miss Austria 2016 hier bei uns im Österreichblick begrüßen zu dürfen. Vielleicht erinnern Sie sich, in den letzten Wochen haben wir Ihnen schon die Bundesländer Missen und ihre Vizemissen vorgestellt. Eine von diesen jungen Damen wird mit Sicherheit Miss Austria 2016 und mit noch viel mehr Glück vielleicht sogar Miss World 2016. Getroffen haben wir uns hier im wunderbaren Geinberg in einer der schönsten Thermenregionen. Und glauben Sie mir, das Hotel hier ist genauso fantastisch wie unsere Mädchen. Übrigens, genauso fantastisch ist meine Kollegin Silvia Schneider. Exklusiv die ersten Bilder der schönsten Mädchen aus Österreich. Check it out, check it out now. Hier in der Therme Geinberg in Oberösterreich werden die 20 schönsten Frauen Österreichs eine Woche lang auf die Wahl zur Miss Austria vorbereitet. Jedes Bundesland schickt seine schönste Frau und die jeweils Zweitplatzierte der regionalen Misswahlen ins Rennen um den begehrten Titel sowie zwei Teilnehmerinnen, die von ganz Österreich bei einer Online-Wahl gewählt wurden. In der Miss Austria Akademie feilen die Missen, unterstützt von Österreichs Top-Fotografen, am perfekten Posing. Sie machen den Catwalk zu ihrer zweiten Heimat, bereiten ihren Körper auf das große Finale am 23. Juni vor, finden mit Hilfe von erfahrenen Styling-Experten ihren ganz persönlichen Look und werden in zahlreichen Schulungen zu der idealen Botschafterin unseres Landes. Das alles passiert unter dem wachsamen Auge der Leiterin der Miss Austria Corporation und Miss Austria 2004, Silvia Schachermeier. Was braucht die perfekte Miss Austria? Auf jeden Fall einen Biss. Also einfach nur eine schöne Puppe ist zu wenig. Also sie muss das wirklich wollen und ich muss auch bewusst sein, dass sich ihr Leben komplett verändern wird. Sobald die Zimmer bezogen sind, bleibt Zeit fürs Wesentliche. Fängt ja schon mal gut an. Ja, es wird sicher sehr viel Spaß und sehr viel Arbeit. Ich werde mich überraschen lassen und schauen mal, was auf mich zukommt. Also ich glaube, dass wir eine unglaubliche Woche erleben werden, extrem viel lernen. Es wird sicher hart, es wird sicher harte Arbeit, aber auch viel Spaß machen. Ich glaube, alle, die da sind, freuen sich drauf. Gewicht aufs hintere Bein, das vordere Bein locker dazu. Die Therme Geinberg liefert die erste perfekte Shooting-Location. Zu mir, gut ist, ein Lächeln kommt's. Ja. Miss Austria 2016! Klar, dass hier der Chef des Hauses nicht fehlen darf. Manfred Kalcher ist Direktor des Wellnessparadieses und öffnet schon zum zweiten Mal seine Tore für die Miss Austria Akademie. Selbst für einen Tourismusprofi eine ganz besondere Herausforderung. Ausnahmezustand ist das richtige Wort. Es ist einfach für uns immer ein Riesenspaß. Es ist auch für die Gäste ein Riesenspaß, weil man einfach viel zu schauen hat, weil es einfach ein bisschen turbulent zugeht. Es ist auch eine Freude für unsere Mitarbeiter, die schauen natürlich auch schöne Menschen gerne an. Und so gesehen ist das ein Highlight für uns im Jahr. Schnell nochmal anprosten und dann geht's auch schon weiter. Die Miss Austria Corporation hat sich eine Überraschung für die Kandidatinnen einfallen lassen. Und die dürfte gelungen sein. This is unbelievable. Es gibt Geschenke. Jede Menge Schuhe. Einen schnellen Koffeinschub für zwischendurch. Den perfekten Sommerlook für jeden Missenbody. Was Sportliches fürs Training. Wahnsinn, dreimal so gut wie Weihnachten. Also unglaublich. Wir waren wie bei der Zalando-Werbung, haben wir jetzt alle geschrien. Also es war unglaublich, ehrlich. Das war aber noch nicht alles. Weiters gibt es für die Missen Beauty-Produkte für Gesicht und Körper. Wohlfühlmäntel und superweiche Kuschelhandtücher.
Kosmetikprodukte zum Selbermachen. Ja, es ist wirklich, es fühlt sich an wie Weihnachten oder wie Zalando-Schreie. Es gibt außerdem Gutscheine, luxuriöse Handtaschen, Tattoos für den perfekten Sommerlook und genügend Platz, um alles einzupacken. Man kommt daher und ein Riesentisch voller Geschenke und Schuhe, Kleidung, alles dabei, Parfums, Bademantel, alles da, wirklich, was man sich wünschen kann. Man erwartet es sich nicht, dass einfach so viel plötzlich auf einen zukommt und dann einfach nur diese Freude, wenn man die Geschenke sieht und unglaublich. Dann haben wir eine Multi, wer kennt. Und gerade wenn unsere Missen glauben, es kann nicht schöner werden, setzt die Miss Austria Corporation noch eines drauf. Ja, voll schön. Das offizielle Missen-Outfit ist angekommen. Die Miss Austria sucht die schönsten Frauen und ich genauso. In dem Fall haben wir auch die Vereinbarung, dass wir sagen, okay, die neue Miss Austria, die was dann wird, mit der machen wir gemeinsam ein Shooting und immer ein neues Austrian-Style-T-Shirt. Und ich gesagt, das harmoniert einfach super. Die schönsten Frauen Österreichs starten damit perfekt ausgerüstet in eine Woche voll neuer Aufgaben, um zu lernen, zu scheitern, aus sich herauszuwachsen und ihr Ziel nie aus den Augen zu verlieren. Die Miss Austria-Wahl am 23. Juni im Casino Baden. Möge die Schönste auch die Beste sein. Um die Miss Austria-Wahl zu gewinnen, ist neben dem perfekten Auftritt auch der perfekte Online-Auftritt entscheidend. Damit die Missen den haben, ist Philipp Ploner von Ploner Communications zuständig. Wer ist alle Snapchatter? Wow, alles snappt mir. Er ist Lizenznehmer der Miss Online und Kommunikationsexperte. Das Wesentliche ist, kann ich auch in 3, 4, 6 Monaten oder in 3 Jahren mit diesen Bildern, die ich veröffentlicht habe, leben? Denn wenn ich sie einmal veröffentlicht habe, sind sie draußen. Dessen muss man sich bewusst sein. Was ich einmal ins Internet gestellt habe, ist nicht mehr umkehrbar. Die Entscheidung ist eher, welchen Content produziere ich. Und wenn ich damit zufrieden bin, dann kann ich gar nicht zu viel machen. Aber ich könnte dir auch Likes drauf kaufen. Also, gut aufgepasst für unsere 20 Missen. Likes, Follower, Postings, Sharen, Adden, Hater, Flamer, da muss man sich schon das ein oder andere notieren. Und zwar nicht online, sondern ganz klassisch am Blog. Also ich habe ziemlich viele Sachen aufgeschrieben, weil ich genau weiß, ich vergesse die meisten Sachen immer und dann kann ich das immer nachlesen, die wichtigsten Punkte immer so mitgeschrieben und dann mache ich das nachher nochmal durch. Gerade die beiden Missen, die es durch Online-Voting in die Akademie geschafft haben, wissen, wie wichtig soziale Medien sein können. Ich bin vertreten bei Facebook, Snapchat und Instagram. Facebook habe ich ziemlich privat und Instagram bin ich schon, also da habe ich glaube ich fast 3000 Followers jetzt schon mittlerweile. Nach diesem Vortrag, den wir gerade gehört haben, denke ich, werde ich mir jetzt eine Strategie überlegen und werde diese dann noch durchsetzen. Genug vom Büffeln. Jetzt steht Sport am Stundenplan. Die Miss Austria Corporation arbeitet eng mit der Fitness-App Runtastic zusammen. Landon Sosa ist Runtastic-Fitness-Expertin und dafür da, unsere Missen heute so richtig aus der Puste zu bringen. Ganz nach dem Motto: No pain, no gain. I think they're doing really well. I think there's always room for improvement for everybody and they're doing fine, they're doing great. Die Missen sehen das wohl noch ein bisschen anders. Wo tut's am meisten weh? Zurzeit am Po. Ganz ehrlich, ja. Du schaust schon leicht fertig aus. Ja, es ist ein bisschen anstrengend. Wo tut's richtig weh? Ja, das Quads sind echt arg. Landon Sosa ist Personal Trainerin aus Kalifornien. Seit 2 Jahren arbeitet sie fix im Runtastic Team Österreich. 2, 1. Sie kennt das Geheimnis eines perfekten Missenkörpers. I think a strong and a confident body is what's the most important. I think you can have the best body in the world, but if you don't carry it the right way and you don't have kind of that confidence and that charisma and that sexiness, if you will, to kind of take that body to the next level, I think that's the most important. I think that's what's going to separate the good from the great. Und großartig auch der knallharte Trainingseinsatz unserer Missen. Da wird ganz schön ausgeteilt. Es ist eine Art von Wettkampf und man will sein Bestes geben. Wenn ich alleine trainiere, bin ich nicht ganz so motiviert. Oh ja, manchmal schon. Manchmal gibt es auch Tage, wo ich nicht motiviert bin, aber heute bin ich wirklich motiviert. Das knallharte Training will belohnt sein. Und darum gibt's nach den unzähligen Geschenken vom Vormittag auch noch richtig tolle Uhren. Und weil eine zum Zeitablesen nicht genug ist, gibt's für jede Miss gleich 2.
Praktisch. Für jedes Handgelenk eine. Na, man wird schon sehr verwöhnt. Also es ist unglaublich. Also man wartet das gar nicht und dann kommt wieder was und wieder was. Also es ist super, super cool. Bist du Uhrenträgerin? Ich liebe Uhren. Richtig uhrenfanatisch. Eine, der die Zeit viel zu schnell vergangen ist die amtierende Miss Austria Annika Grill. Sie hat sich in ihrem Jahr als Miss Austria eine beachtliche Karriere als Laufsteg- und Fotomodel aufgebaut. Bald muss sie aber ihre Krone an die neue Miss Austria abgeben. Für mich ist das Jahr unglaublich schnell vergangen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die letzten Monate praktisch hingegangen sind. Also es ist echt wahnsinnig schnell und ich habe auch so viel erlebt, extrem viel Erfahrung gesammelt. Bin auch in meiner Persönlichkeit sehr gewachsen. Ich habe sehr viel Selbstbewusstsein dazu gewonnen, überhaupt auch durch die Miss World-Wahl in China. Also es ist ein unglaublich schönes Jahr. Heute teilt Annika als Model mit internationaler Catwalk-Erfahrung ihr Wissen mit unseren 20 Damen. Als sie vorhin am Laufsteg gelaufen ist und auch als sie in den Raum reingegangen ist, wunderschön und ihr Gang einfach so elegant und sie hat so eine tolle Präsenz. Das fand ich wirklich erstaunend. Also Ladies, nachmachen, High Heels on und selbst drauf auf den Laufsteg. Was schon mal ziemlich gut aussieht, wird im Einzelgespräch von den Profis noch verbessert. Der Walkout passt, ich soll noch selbstsicherer und ein bisschen dominanter werden. Und das werde ich in der Woche umsetzen. Obwohl manche Missen haben auch schon zu Hause mit ihrem ganz persönlichen Coach gearbeitet. Ja, ich habe zu Hause auch vom Spiegel geübt und ja, Feedback von meiner kleinen Schwester und von meiner Mutter geholt. Meine kleine Schwester schaut Germany's Next Topmodel und die sagt mir dann immer Schultern hoch, dann mehr mit den Hüften gerade stehen. Und jetzt schnell ab und in die Federn und nicht mehr lange herumalbern, denn ein neuer anstrengender Tag wartet auf Österreichs 20 Missen. 5 Shootings bei Österreichs Top-Fotografen stehen am Programm. Das bedeutet eine große Herausforderung für unsere Missen, aber erst einmal jede Menge Arbeit für einige der besten Stylisten und Visagisten Österreichs. Christian Sturmeier ist der Kopf von Sturmeier Coiffeure. In seinen Händen sind vielleicht bald schon gekrönte Missenhäupter sehr gut aufgehoben. Er weiß ganz genau, welcher Look für den Shooting-Tag perfekt ist. Grundsätzlich schauen wir natürlich jetzt, dass wir die Struktur mal von den Haaren dahin bringen, wo wir es brauchen. Also heute beim Shooting wird das Ganze natürlich etwas welliger sein. Wir schauen eigentlich, dass wir weg von dem ganz glatten gehen. Aber werden wir sicher auch noch das eine oder andere was schneiden, besonders bei den Stirnfransen, wenn es nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollen. Also sie werden dann perfekt fit für Shooting gemacht. Während Christian Sturmeier am perfekten Big Hair Look feilt, zaubert Claudia Kriechbaumer, Gründerin der Cameo Beauty Academy, das richtige Make-up für unsere Missen. Jetzt schminke ich die Augenbrauen. Augenbrauen sind sehr wichtig und geben den Ausdruck. Die perfekte Form ist 2/3 ansteigend, 1/3 absteigend. Und am besten schminkt man die Augenbrauen mit einem Schrägpinsel. Wie fühlt sich das jetzt an, wenn man so in professionellen Händen ist? Es fühlt sich ein bisschen an wie so ein Mädchentraum, so wie eine kleine Prinzessin geschminkt, frisiert zu werden, Kleider zu bekommen. Also es fühlt sich sehr gut an. Kurz muss das Styling-Team seine Arbeit unterbrechen, denn auf die Mädchen wartet eine Überraschung. Jemand möchte ihnen sein Herz schenken. Gerald Eder von Gerry Eder Schmuck hat gleich 20 Mal sein Herz zu verschenken. Und die Missen haben mit so viel Nächstenliebe überhaupt kein Problem. Ist das jetzt für die Misswahl ein Glücksbringer? Auf jeden Fall. Also das werde ich ganz, ganz sicher tragen vor der Misswahl und nach der Misswahl und während der Misswahl, wenn es erlaubt ist auch. Das Herz von Österreich ist von uns designt und wir haben es mitgebracht, weil es eine super Kombination zur Miss Austria ist und somit soll es ein kleiner Glücksbringer für die Mädels sein. Und nochmal ein Strahl. Doch liebe Missen, wer so viel bekommt, der muss auch was geben. Beim Umstyling heißt es Haare lassen. Christian Sturmeier hat seine Schere gezückt. Wir machen natürlich nur die Stirnfransen. Also wir nachadjustieren das Ganze. Es ist halt natürlich nicht immer so, wie man es eigentlich perfektes dann braucht. Und wir helfen da ein klein wenig nach. Ja, dort wo gehobelt wird, da fallen Haare.
Und gleich nebenan werden im Beauty Department die letzten Handgriffe beim Make-up getan. Wir sind jetzt gerade beim Verblenden. Es ist ganz wichtig, dass beim Lidschatten, dass man da keine harten Kanten nicht sieht, sondern dass alles ganz schön verblendet ist. Machst du mit so? Perfekt gestylt geht's für die Mädchen rein in den Shooting-Marathon. Erste Station, der Relaxte. Sehr schön! Fotograf Gary Frank. Mit Musik und entspannter Stimmung holt er bei den Missen das Beste vor der Kamera heraus. Das erleichtert es schon sehr. Wenn der Fotograf super ist, dann ist man selber gleich sehr viel selbstbewusster und es läuft alles super. Ich glaube, dass es einfach viele, viele Möglichkeiten, viele Formate gibt im Fernsehen, Internet. Also es ist ja das ganze Angebot da, wo du einfach schauen kannst, nachschauen kannst, dir Tipps holen kannst. Und das machen sie bei immer sie mit. Es ist immer wichtig, dass eine super Stimmung am Set ist. Ich habe immer Musik dabei. Ich bin selber, glaube ich, ein lockerer, guter Typ. Und dann kleine wichtige Tipps, vor allem sind es immer die Hände, dass die elegant sind. Hast du schon Mädels gehabt, wo du sagst, oh, die haben auch international Potenzial? Also da sind auf jeden Fall heute Mädels dabei, wenn sie dranbleiben, konsequent und quasi am ganzen Package, das heißt am Körper arbeiten, ein paar Shootings noch machen, Ausdruck noch ein bisschen arbeiten. Die können international definitiv viel arbeiten. Man darf mir keine Musik aufnehmen. Und das Outfit und alles, wie geht's da damit? Ja, super. Abendkleider liebe ich generell und das ist einfach so glamourös und das ist einmal was anderes, das hat man auch nicht jeden Tag. Während Gary die weiße Fotowand mit den Missen zum Strahlen bringt, strahlen die Missen bei dem deutschen Fotografen Michael Wittig gleich mit der Sonne um die Wette. Und auch hier macht Miss Kärnten eine gute Figur. We are the girls, looking so good. Zuerst warst du der sexy Vamp im schwarzen Kleid und jetzt das Blumenmädchen. Was sind so deine Eindrücke? Jetzt in der Wiese mit diesem Hippie-Outfit ist es wirklich einfach nur Entspannung. Und jetzt, wo die Sonne rauskommt, wir haben das Glück, dass die Sonne rausgekommen ist, ist es natürlich noch traumhafter. Wie ist es, wenn ihr gemeinsam vor der Kamera steht? Ihr seid ja ein sehr schöner Kontrast. Also ich muss sagen, dass es irgendwie lockerer ist, wenn wir dann zu zweit sind, als wie wenn jeder für sich alleine steht. Und das ist die zweite Station. Outdoor-Spezialist Michael Wittig. Er inszeniert mit den 20 Missen ein eigenes Flower-Power-Shooting im Freien. You're beautiful. Just the way, just the way, just the way you are. Also es geht darum, dass die Mode von Vögele und von Deichmann in Szene zu setzen. Shooting-Idee, dass wir Outdoor-Shooten, die Natur um die Therme Geinberg herum ein bisschen mit in Szene setzen und natürlich die 20 Missen-Anwärterinnen optimal freundlich in Szene zu setzen. Wie zufrieden bist du bis jetzt mit den Mädels? Sehr zufrieden. Es sind ja größtenteils Mädels, die wenig Kameraerfahrung haben und die machen das ganz wunderbar. Alles eitel Wonne also bei den Missen. Nur die vielen Top-Fotografen scheinen untereinander einen gewissen Ehrgeiz zu entwickeln. In nächster Nähe zum Flower-Power-Shooting von Michael Wittig bastelt der Rockstar und der Österreichs-Fotografen Hilly Meyer an einer noch undefinierbaren, monströsen Fotokulisse. Wir kämpfen nur gerade gegen die Naturgewalten, weil es uns den Scheiß die ganze Zeit umwart. Jetzt schauen wir mal, was wir da machen. Also entweder Niederspanner oder Schrauben oder Hauen, keine Ahnung, irgendwas werden wir schon machen. Ich würde ja die Location wechseln, aber meine hartnäckige Assistentin weigert sich, diesen Platz zu verlassen. Und was mache ich? Ich renne und suche Seile, logischerweise. Ob Hilly Meyer gegen Wind, Wetter und für seine hartnäckige Assistentin die Kulisse sichern können wird, dazu gibt's gleich mehr. Vorab aber mehr von dem hier. Dritte Station, Starfotograf Manfred Baumann. Er fotografiert die Missen in wunderschönen Dessous. You take my hand and es ist schon ziemlich wie Victoria's Secret ein bisschen. Und es macht auch, ich glaube, so viel Spaß, wie Victoria's Secret ausschaut. Es macht wirklich viel Spaß. Es ist super gelaufen, also es hat gerade richtig Spaß gemacht. Es ist mal was Neues, kann es mir gar nicht ganz glauben, aber es ist ein schönes Gefühl. Kiss me, baby. Make me feel alive.
Manfred Baumann ist ein Begriff in Hollywood. Viele Superstars waren schon vor seiner Linse. Bei der Miss Austria Akademie hat er jedes Jahr das Vergnügen, die Missen in Unterwäsche zu fotografieren. Eine, die sich darüber besonders freut, ist Schauspielstudentin Kimberly Budinski. Das ist ein gutes Gefühl. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass ich jetzt vor der Linse von jemandem stehe, der auch schon Schauspieler fotografiert hat. Hoffentlich stehe ich mal wieder vor seiner Linse und dann als Schauspielerin. Das wird mich sehr freuen. Der Starfotograf hat auch einen ziemlich guten Blick, wenn es um die Finalistinnen der Miss Austria-Wahl geht. Ja, auch lieb, sehr cool. Also ich sag so, die Top 5 sind bei mir immer oben dabei, glaube ich. Also so meine 5 Favoritinnen, die ich habe, das sind zumindest dann 3 unter den ersten 3. Weil von 5, 3 ist eine gute Quote, glaube ich. Ja. Also man hat schon das Gefühl, mittlerweile über die Jahre, ich mache es ja schon ein paar Jahre, glaube ich, jetzt, hat man schon das Gefühl, wer natürlich a fotogen ist, aber wer dann auch noch auf der Bühne die Ausstrahlung hat, der auch unkompliziert ist und nett ist, freundlich ist, ein typischer Österreicher, gemütlich auch ist. All diese Komponenten erkennt man dann auch schon relativ rasch und dann hat man schon so seine Favoritinnen. Du siehst jeden Tag so viele wunderschöne Frauen. Bei welcher Frau sagst du noch wow? Bei meiner. Ganz klar, oder? Schatzi, was macht sie da jetzt? Mittlerweile hat Heli Meyer seinen Fotokulissenkoloss wind- und wetterfest gemacht. Die lieben Herrschaften von der Therme Geinberg, da gibt es einen Haus, wie sagt man Haus, Checker mit so Muskeln und so. Und der ist dann mit ganz schweren Steinen gekommen, hat das beschwert und dann haben wir es noch mit Gurten niedergespannt und da kann jetzt quasi fast ein Orkan kommen und ja, jetzt halt das. Wir haben ein paar Probefotos gemacht, schaut auch cool aus. Ja, ich habe gerade Freude. Das heißt, die Hartnäckigkeit deiner Assistentin hat sich ausgezahlt? In dem Fall muss ich gestehen, ja. Trotzdem gibt's für sie noch eine kleine Abreibung, ein Heubad quasi unter Arbeitskollegen. Und dann hat der visionäre Knipser auch schon die nächste Herausforderung am Set. Ich wollte eigentlich Kühe, aber die Kühe, das war das Problem, die waren zu groß, da hätte man noch was Größeres machen müssen. Oder Schweine waren auch cool gewesen, Gänse haben wir, aber die Wolfshunde sind perfekt, die passen auch zu dem, wie heißt das, Gras? Heuer, danke. Nein, Wolfshunde sind super. Es sind übrigens Malamuts, keine Wolfshunde. Ja, dann mach auf. Schöner Hund. Peter Salzlechner aus Oberösterreich trainiert die Tiere und meint, sie wären allürenfreier als manches Model. Also gegenüber den Menschen sind sie extrem menschenfreundlich. Das ist von dieser Rasseerziehung, Rassebildung, wenn man so sagt, von den Malamut-Indianern in Alaska. Und die waren Nutztiere. Und die haben sie auch genommen, um im Winter die Kinder zu wärmen. Dann hat einer gebissen und haben sie einfach geschlachtet und gegessen. Und so hat sich über Jahrtausende hinweg eine Rasse entwickelt, die sehr menschenfreundlich ist, aber trotzdem sehr urtümlich. Mal sehen, wie die Missen dann auf ihre pelzigen Freunde reagieren. Dankeschön, liebe Hunde. Lieber im Bikini als mit Pelz zeigen sich die Missen beim Shooting mit Daniel Schalhaas. In der Lagune der Therme Geinberg herrscht absolutes Sommerfeeling am Sandstrand. Und was in der Karibik nicht fehlen darf, davon gibt's auch hier genug. Perfekte Bikini-Bodies. Gibt es irgendwelche Tricks, wenn man im Bikini Fotos macht, dass man da ein bisschen eine schlankere Taille hat oder längere Beine? Auf der Fotos kann ich bloß sagen, dass man das rechte Bein nach oben tun soll. Wenn man die rechte Seite fotografiert, dann wirkt es automatisch ein bisschen länger. Gut ist vorher vielleicht nicht so viel essen, was am Bauch macht. Aber ansonsten, ja genau, in der Bikini ist halt auch sehr wichtig, der was da richtig passt. Und auch bei der Form, vor allem beim Höschen einschneiden sollst du nicht. Fotograf Daniel Schalhaas dürfte schon schlechtere Shooting-Tage erlebt haben. Wir dürfen heute das Greinberg-Thermenshooting machen, wo es darum geht, die Missen in der Therme quasi so wie soll ich sagen, verlockend wie möglich zu inszenieren. Die Location ist ein Wahnsinn, die Missen wissen genau, was sie machen müssen. Wir sind eigentlich nur mehr da, um das Ganze richtig festzuhalten. Während in der Lagune der Therme Geinberg noch Karibik-Flair herrscht, beginnt Heli Meyer mit seinem gigantischen Fotoshoot. Und da ist alles dabei. Kulisse, Nebel, Hunde, die märchenhafte Brautmode von Herzblut und, Missen.
Und der Riesenaufwand, der hat sich echt gelohnt. Ja, unglaublich. Also die Mode, die spricht für sich. Da braucht man gar nicht mehr viel dazu sagen. Ja, es war schon sehr anstrengend, aber es war super lustig und super cool und die Kleider sind ein Wahnsinn. Und der Meister selbst, was sagt der? Es hat sich wieder mal ausgezahlt, dass ich auf meine Assistentin gehört habe. Frauen haben mir irgendwie so instinktiv dann trotzdem unterm Strich, ich gebe mich geschlagen. Und so geht ein langer Tag in der Miss Austria Akademie zu Ende. Der nächste Morgen bringt neue Überraschungen. Bei einer offiziellen Pressekonferenz sollen die 20 Missen erfahren, mit welcher Startnummer sie beim großen Miss Austria-Finale ins Rennen gehen werden. Dabei ist besonders die Startnummer 1 gefürchtet, wie auch gleichermaßen beliebt. Doch zuerst müssen die Missen zum Beauty-Doc. Keine Angst, Dr. Georg Huim aus Oberösterreich ist zwar Spezialist im Bereich der Schönheitschirurgie, sieht aber selbst, dass es hier keine Arbeit für ihn gibt. Was er den Mädchen zeigen möchte, ist, wie sich Schönheitsideale im Lauf der Zeit gewandelt haben. Was ist aktuell das Schönheitsideal? Ja, das aktuelle Schönheitsideal ist jetzt wieder ein bisschen mehr Fleisch auf den Rippen, sage ich jetzt mal. Schon sportlich, kein überschüssiges Fett natürlich, aber schon ein bisschen eine Üppigkeit darf wieder da sein, weg von dem ganz, ganz mageren im Bereich zum Beispiel von der Brust. Auch wiederum ein bisschen ein Downsizing, nicht mehr die ganz große Brust ist nicht mehr in. Absolute Stille im Missenklassenzimmer beim Vortrag von Dr. Huema und volle Konzentration. Dürfte aber auch daran liegen, dass unsere Missen nicht nur den Vortrag echt gut finden. Kann es sein, dass ich bei manchen Herzerl in den Augen gesehen habe, wenn ihr den Dr. Huema angeschaut habt? Eventuell. Vielleicht. Gleichzeitig fotografiert Heli Meyer zum ersten Mal die amtierende Miss Austria Annika Grill und Miss Earth Austria Sophie Totzauer zusammen. Das Thema ist Bodypainting und dazu gibt es Kreationen von der Frau, die schon Lady Gaga für Videodrehs ausgestattet hat. Kommt man dazu, dass man Lady Gaga inspiriert und der ein paar Teile zur Verfügung stellt zu ihren Shows? Ja, durch Zufall und ja. Schlussendlich hat mich der Stylist angerufen und gefragt, ob er sich was ausborgen darf. Lady Gaga hat sich dann auch irgendwann gemeldet? Ja. Mir wurde ausgerichtet vom Stylisten, dass sie das Kleid liebt. Welchen Look hast du heute kreiert für die Körper der beiden Missen? Für die Miss Earth einmal eine Amazone in Tribal Culture Stil. Und für die Annika habe ich mir gedacht, da machen wir was im Jugendstil. Und ja, verbunden halt mit Mode von der Dani. Währenddessen müssen die Missen am Laufsteg zittern. Schauen wir mal, welche Startnummer dich begleitet. Es ist die 18. Niemand traut sich so recht, die Startnummer 1 aus dem Topf zu fischen, bis dann eine doch für sich das Große loszieht. Das ist die Startnummer 1. Ja, ich freue mich jetzt voll. Es war echt cool. Ich habe schon so ein Gefühl gehabt vorher. Das war es gleich bei uns beim Finale in Salzburg. Da habe ich mir auch gedacht, ich ziehe 1. Und jetzt war es wieder so. Ja, ich freue mich voll, dass ich es machen darf. Was bedeutet das, wenn man mit der Startnummer 1 die Miss Austria Wahl eröffnen darf? Es kommt ganz auf das Gemüt der jeweiligen Miss an. Also wenn man eher für die Bühne geboren ist, ist das super. Dann lassen wir mal alle anderen hinter sich, zumindest beim ersten Durchgang. Und ja, wenn man nervös ist, ist es vielleicht nicht so günstig. Aber deswegen gibt es ja als kleines Trostpflaster eine Schärpe. Und eines wissen die Missen mittlerweile ganz genau. Wer Miss Austria werden will, braucht das gesamte Paket. Schön allein ist nicht genug. Das war's. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen am Anfang und ich freue mich ganz besonders wieder an der Seite von Silvia Schneider nächste Woche wieder für Sie da zu sein. Was haben die jungen Damen nächste Woche noch dazugelernt? Sind sie sicherer geworden, spontaner geworden? Ich meine, sie haben schon so viel jetzt in dieser Sendung zusammengebracht. Die Mädels sind einfach unfassbar. Und Mädels darf man nicht sagen. Es sind junge Damen, Herr Heider. Also, bis nächste Woche. Trying to work it out.